ein Semester im Ausland. Total spannend. Ich möchte im Moment einfach nicht so lange weg, aber dafür treffe ich jetzt Luna. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Und wo sie das nächste Semester verbringt, das hören wir gleich. Du gehst ins Ausland? Ja, genau. Nach Stockholm gehe ich jetzt bald. Nach Stockholm, cool. Ja. Und wie kamst du dazu? Was war deine Motivation, ins Ausland zu gehen? Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal was anderes machen. Nicht nur Schule, dann Studium, dann arbeiten, sondern nochmal ein bisschen was von der Welt sehen. Und wenn ich jetzt, wann dann? Also jetzt hat man einfach so eine richtig coole Chance, das mal zu machen. Und wie lief das ab? Also du hast dich beworben. Was musstest du da machen? Es gab erstmal ein Infotreffen, noch ganz unverbindlich, wo man einen Überblick bekommen hat, wie das alles abläuft und wo man überall hingehen kann. Und ja, dann habe ich erstmal meine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Sprachnachweis und sowas alles hier bei der Uni abgegeben. Und die haben dann mit der Uni in Stockholm kommuniziert. Ja, und dann hat das auch alles ganz gut geklappt. Und danach musste ich dann noch mehr Nachweise und Unterlagen eben zu denen schicken. Also ganz schön viel Aufwand, oder? Das alles zusammenzusammeln? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt musst du dich bestimmt auch voll vorbereiten. Was kommt da alles auf einen zu? Ich mache einen Schwedischkurs. Das ist keine Pflicht, weil ich in Stockholm das Glück habe, dass meine Kurse auf Englisch sind. Aber trotzdem will ich ja wissen, was so um mich herum passiert und auch mit den Schweden in ihrer Sprache sprechen können. Und dazu kommen dann auch noch so Sachen wie ja, Krankenversicherung klären und Kreditkarte beantragen und sich da ein Zimmer suchen und das Zimmer hier untervermieten. Also viele Kleinigkeiten auch, an die man einfach denken muss. Und bekommst du da Unterstützung von der Uni oder musst du alles selber machen? Nee, das ist ganz cool eigentlich. Vom International Office bekommt man ziemlich viel Unterstützung. Die sind da voll offen für alle Fragen und antworten immer schnell auf Mails und so. Es sind immer nur die Dozenten und Seminarleiter, mit denen man ja auch ab und zu mal was absprechen muss, wie das läuft, auch mit Prüfungsleistungen. Und oft wissen die einfach gar nicht, wie das überhaupt mit Auslandsaufenthalten aussieht. Und da können die natürlich nichts für, aber für einen selbst ist es doof, wenn man da eben lange hinterherlaufen muss. Aber sonst alles cool. Ja, auf jeden Fall. Auch mit der Zimmervermietung, da helfen die vom International Office einem auch voll und kommunizieren da mit der Uni in Stockholm. Das ist richtig gut. Gibt es irgendwas, worauf du dich schon besonders freust? Also ich glaube, auf Stockholm, auf die Stadt habe ich richtig Lust, weil ich davon bisher echt sehr viele schöne Dinge gehört habe, aber auch mit den anderen Erasmus-Studenten zusammenzuleben und viele neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das wird richtig schön. Und natürlich das Reisen noch ein bisschen durch Schweden, da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Spaß. Dankeschön. Und viel Erfolg in deinem Auslandssemester. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es in Stockholm weitergeht mit Luna, dann abonniert doch auf jeden Fall den Kanal, denn wir folgen Luna natürlich nach Stockholm. Ja, also bis bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, genau, nach Stockholm gehe ich jetzt bald. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal was anderes machen. Nicht nur Schule, dann Studium, dann arbeiten, sondern nochmal ein bisschen was von der Welt sehen. Und wenn ich jetzt, wann dann? Also jetzt hat man einfach so eine richtig coole Chance, das mal zu machen. Es gab erstmal ein Infotreffen, noch ganz unverbindlich, wo man einen Überblick bekommen hat, wie das alles abläuft und wo man überall hingehen kann. Und ja, dann habe ich erstmal meine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Sprachnachweis und sowas alles hier bei der Uni abgegeben. Und die haben dann mit der Uni in Stockholm kommuniziert. Ja, und dann hat das auch alles ganz gut geklappt. Und danach musste ich dann noch mehr Nachweise und Unterlagen eben zu denen schicken. Ja, auf jeden Fall.
Ich mache einen Schwedischkurs. Das ist keine Pflicht, weil ich in Stockholm das Glück habe, dass meine Kurse auf Englisch sind. Aber trotzdem will ich ja wissen, was so um mich herum passiert und auch mit den Schweden in ihrer Sprache sprechen können. Und dazu kommen dann auch noch so Sachen wie ja, Krankenversicherung klären und Kreditkarte beantragen und sich da ein Zimmer suchen und das Zimmer hier untervermieten. Also viele Kleinigkeiten auch, an die man einfach denken muss. Nee, das ist ganz cool eigentlich. Vom International Office bekommt man ziemlich viel Unterstützung. Die sind da voll offen für alle Fragen und antworten immer schnell auf Mails und so. Es sind immer nur die Dozenten und Seminarleiter, mit denen man ja auch ab und zu mal was absprechen muss, wie das läuft, auch mit Prüfungsleistungen. Und oft wissen die einfach gar nicht, wie das überhaupt mit Auslandsaufenthalten aussieht. Und da können die natürlich nichts für, aber für einen selbst ist es doof, wenn man da eben lange hinterherlaufen muss. Ja, auf jeden Fall. Auch mit der Zimmervermietung, da helfen die vom International Office einem auch voll und kommunizieren da mit der Uni in Stockholm. Das ist richtig gut. Also ich glaube, auf Stockholm, auf die Stadt habe ich richtig Lust, weil ich davon bisher echt sehr viele schöne Dinge gehört habe, aber auch mit den anderen Erasmus-Studenten zusammenzuleben und viele neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das wird richtig schön. Und natürlich das Reisen noch ein bisschen durch Schweden, da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, ja. Ja, also bis bald. Bis dahin. Tschüss. Ein Semester im Ausland, total spannend. Ich möchte im Moment einfach nicht so lange weg, aber dafür treffe ich jetzt Luna. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Und wo sie das nächste Semester verbringt, das hören wir gleich. Du gehst ins Ausland. Nach Stockholm, cool. Ja. Und wie kamst du dazu? Was war deine Motivation, ins Ausland zu gehen? Und wie lief das ab? Also du hast dich beworben, was musstest du da machen? Also ganz schön viel Aufwand, oder? Dieses alles zusammenzusammeln. Ja. Und jetzt musst du dich bestimmt auch voll vorbereiten. Was kommt da alles auf einen zu? Und bekommst du da Unterstützung von der Uni oder musst du alles selber machen? Aber sonst alles cool. Gibt es irgendwas, worauf du dich schon besonders freust? Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Spaß. Dankeschön. Und viel Erfolg in deinem Auslandssemester. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es in Stockholm weitergeht mit Luna, dann abonniert doch auf jeden Fall den Kanal, denn wir folgen Luna natürlich nach Stockholm. Ja.
Also bis bald. Bis dahin. Tschüss. Ein Semester im Ausland, total spannend. Ich möchte im Moment einfach nicht so lange weg, aber dafür treffe ich jetzt Luna. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Und wo sie das nächste Semester verbringt, das hören wir gleich. Du gehst ins Ausland? Ja, genau. Nach Stockholm gehe ich jetzt bald. Nach Stockholm, cool. Ja. Und wie kamst du dazu? Was war deine Motivation, ins Ausland zu gehen? Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal was anderes machen. Nicht nur Schule, dann Studium, dann arbeiten, sondern nochmal ein bisschen was von der Welt sehen. Und wenn ich jetzt, wann dann? Also jetzt hat man einfach so eine richtig coole Chance, das mal zu machen. Und wie lief das ab? Also du hast dich beworben. Was musstest du da machen? Es gab erstmal ein Infotreffen, noch ganz unverbindlich, wo man einen Überblick bekommen hat, wie das alles abläuft und wo man überall hingehen kann. Und ja, dann habe ich erstmal meine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Sprachnachweis und sowas alles hier bei der Uni abgegeben. Und die haben dann mit der Uni in Stockholm kommuniziert. Ja, und dann hat das auch alles ganz gut geklappt. Und danach musste ich dann noch mehr Nachweise und Unterlagen eben zu denen schicken. Also ganz schön viel Aufwand, oder? Dieses alles zusammenzusammeln? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt musst du dich bestimmt auch voll vorbereiten. Was kommt da alles auf einen zu? Ich mache einen Schwedischkurs. Das ist keine Pflicht, weil ich in Stockholm das Glück habe, dass meine Kurse auf Englisch sind. Aber trotzdem will ich ja wissen, was so um mich herum passiert und auch mit den Schweden in ihrer Sprache sprechen können. Und dazu kommen dann auch noch so Sachen wie ja, Krankenversicherung klären und Kreditkarte beantragen und sich da ein Zimmer suchen und das Zimmer hier untervermieten. Also viele Kleinigkeiten auch, an die man einfach denken muss. Und bekommst du da Unterstützung von der Uni oder musst du alles selber machen? Nee, das ist ganz cool eigentlich. Vom International Office bekommt man ziemlich viel Unterstützung. Die sind da voll offen für alle Fragen und antworten immer schnell auf Mails und so. Es sind immer nur die Dozenten und Seminarleiter, mit denen man ja auch ab und zu mal was absprechen muss, wie das läuft, auch mit Prüfungsleistungen. Und oft wissen die einfach gar nicht, wie das überhaupt mit Auslandsaufenthalten aussieht. Und da können die natürlich nichts für, aber für einen selbst ist es doof, wenn man da eben lange hinterherlaufen muss. Aber sonst alles cool. Ja, auf jeden Fall. Auch mit der Zimmervermietung, da helfen die vom International Office einem auch voll und kommunizieren da mit der Uni in Stockholm. Das ist richtig gut. Gibt es irgendwas, worauf du dich schon besonders freust? Also ich glaube, auf Stockholm, auf die Stadt habe ich richtig Lust, weil ich davon bisher echt sehr viele schöne Dinge gehört habe, aber auch mit den anderen Erasmus-Studenten zusammenzuleben und viele neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das wird richtig schön. Und natürlich das Reisen noch ein bisschen durch Schweden, da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Spaß. Dankeschön. Und viel Erfolg in deinem Auslandssemester. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es in Stockholm weitergeht mit Luna, dann abonniert doch auf jeden Fall den Kanal, denn wir folgen Luna natürlich nach Stockholm. Ja, also bis bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.